Hallo Welt, da sind wir wieder hier an Celais Hütte. Wir wissen gar nicht, was wir hier machen. Wir können, da drüben ist eine Gitarre, die leuchtet so verführerisch. Doch aufheben können wir sie nicht. Auf mein Dach passen 2 Bergziegen, 3, wenn ich sie gut anbinde. Dann habe ich gesehen, hier wäre auch noch was zum Einsammeln. Das können wir auch nicht mitnehmen. Ja, derjenige welche hier hat sich wohl auch mit der Sekte angelegt, der hier gewohnt hat. Und wir haben hier so einen kleinen, verträumten See gefunden. Und wir werden erstmal unsere Angel auswerfen. Mit einem Barschpopper. Keine Fische hier. Ah, die schlafen alle. Ist ja auch dunkel. Ja. Ich muss das Regal im Den Kescher haben sie da, aber. Der einzige Fisch hier im Tümpel, den ziehen wir jetzt raus. Gefährliche Vögel sind hier, aber keine Fische. Gut, dass ich mir eine neue Flinte gekauft habe. Hat sich gelohnt. Ja, und ich hier die neue Angel und die kann gar nichts. Die ist kaputt. Ja, wer weiß. Bei Tageslicht müssen wir uns das mal angucken. Wie lange dauert es noch? Oh, es wird doch schon hell langsam. Hier hat er Schießübungen gemacht und Bier getrunken. Oh, der Pfeil ist gleich durchgegangen. Funktioniert die Scheibe? Hey, räumst du auf? Mach nicht alles kaputt. Guck dir den Stuhl mal an. Da kann sich keiner mehr draufsetzen. Dieser Puma ist der geborene Jäger. Sag mal, mit eurer Gitarre da, was stimmt damit nicht? Warum leuchtet die so? Faith hat bekommen, was sie verdient hat. Ah, habt ihr das mitbekommen mit Faith? Ah. Mein Dad hatte immer eine Waffe im Haus. Daran hätte ich mir ein Beispiel nehmen sollen. Ja, vielleicht. Wasser? Funktioniert das? Nein. Manche Leute glauben, dass die Aliens kommen. Peaches, nicht, dass du wieder umkippst. Hat vielleicht einen Stein gefressen in der letzten Folge. Was ist denn da unten Schönes? Oh, so viele Lichter. Da waren wir aber doch schon, oder? Karte. Ein Erntetruck. Um den könnten wir uns ja kümmern, wo wir jetzt einmal hier in der Nähe sind. Aber der fährt doch bestimmt. Wir wollten ja auch hier noch gucken, in das Angel-Grab. Da ist aber... Ja doch, komm, wir gucken mal. Unterwegs gibt Deckung. Na, das ist ja wieder prima. Durch die Äste können wir gar nicht. Doch! Oh! Na also, es geht. Ja, kommen wir denn hierher wieder zurück? Ich glaube, ein echter Puma auf unserer Seite. Der Vogel, der hier rumfliegt, ich glaube, der gibt oben noch dieses Dreieck im Radar.
Hatte ich wohl mal wieder Glück. Ja, komm, wir gehen mal ganz schnell runter und ernten den Erntetruck. Der Tigermine haben wir entdeckt hier zufällig. Oh. Ja, warum soll ein Puma nicht für den Widerstand kämpfen? So war das jetzt gar nicht gedacht. Ja, schon besser. Zurück zur Hütte. Ich muss hier weg, gib mir Deckung. Feind gesichtet! Ja, dann habe ich in den Kommentaren gelesen, Sarah, du sagtest, na klar, mit dem Fernglas, wir vergessen es immer, mit dem Fernglas kann man die Gegend nicht nur auskundschaften, sondern es werden auch Feinde markiert. Aber hier scheinen jetzt gerade keine Feinde zu sein, außer so ein Vielfraß. Ja, die Mine können wir uns dann auch mal demnächst angucken, aber erstmal müssen wir, glaube ich, hier das Ding in die Luft sprengen. Das gab jetzt nicht mal Punkte. Ich bin enttäuscht. Pass bloß auf diesen Puma auf. Wir können uns doch bei so ein paar Metern jetzt nicht verlaufen haben. Wo ist denn die Hütte? Da drüben mit der Gitarre. Oh, Moment. Wir können vielleicht von hier oben runterrutschen. Was war das? Der Puma wieder. Nein, höher kommen wir hier nicht. Wir können nicht verlieren, egal was kommt. Ach, weißt du... Oh, doch, da unten, da steht doch was. Da ist aber keiner drin, glaube ich. So, einmal auf die Karte geguckt. Was für eine merkwürdige Mine das überhaupt ist hier. Der Tigermine. Der Tigermine. Ach, hier ist überall noch was. Da oben ist auch noch was. Ach, da waren wir aber schon. Ach, hier sind wir gerade. Nein, das ist doch... Nein, das ist nicht hier dieser Raptor-Hügel. Der ist irgendwo anders. Und viel höher. Hm. Ach ja, komm, muss auch mal sein, dass wir auch mal nichts finden. Mond! Mond, geh unter! Lass die Sonne raus! Truthähne sind nicht so dumm.
Hier können wir doch schön runterrutschen, meine ich. Ah, guck an. Wie schnell es Tag wird. Schön. So, dann gucken wir uns hier nochmal die die Seegeschichte an. Mach die Katze platt! Welche Katze? Hey! Hör mich jemand! Jetzt hab ich dich! Wo bist du? Nein. Ich sterbe erst, wenn ich meine Familie gerecht habe. Aha. Ah. Ja, nichts weiter los hier. Der Puma da hat Lust auf Menschen. Gar nicht wahr. Der ist nett. Hey, die klauen unser Auto. Egal. Da steht ja noch eins. Hier ist die Gitarre. Ja. Und wir können sie nicht mehr aufheben jetzt. Ja, warum soll ein Puma nicht für den Widerstand kämpfen? Ja, warum eigentlich nicht? So. Der Fisch sieht doch ganz. Der Teich sieht doch ganz ordentlich aus. Warum fangen wir den Fisch nicht? Vielleicht war es wirklich nachts. Und nachts gibt's keine Fische hier. Ach, der falsche Köder vielleicht? Lachsei, das mögen sie alle. Was meinst du dazu? Hier kommt kein Fisch, oder? Gut, wir waren angeln. Man kann ja nicht immer Glück haben. Und den Fisch daraus ziehen. Ein tolles Fischgestell für den Smoker gebaut. Als nächstes Elf. So, dann scheint mir hier doch gar nicht mehr sehr viel mehr los zu sein. Schaukeln können wir auch nicht. Das ist irgendwie ziemlich fest. Komm, meine Gutste. Ein echter Puma auf unserer Seite. Nice. Dann gucken wir mal da unten, was für eine Mine das jetzt ist. Denn hier kann man erstaunlich wenig machen, wie ich schon sagte. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. So, was haben wir denn hier unten? Die gucken wir uns jetzt mal an. Ach so, da können wir auch mit dem Auto hin. Ja, aber zu Fuß, das ist ja jetzt nicht so weit. Das ist der See hier. Der See ohne Fisch. Die haben vielleicht schon alles raus. Du hast das Richtige getan. Rausgefischt. Auf die Knie. Ach. Das ist mein Zuhause und ich mache jeden kalt, der es mir wegnehmen will. Aaron Edwards. Ach, da steht ja ein neues Auto. Ja, dann nehmen wir vielleicht doch das Auto. Machen wir uns ran. Ich fahr auch vorsichtig. Ich habe immer das Gefühl, du fällst da hinten runter. Fällst du gar nicht? Nein. Die 2 Meter. Im letzten Monat habe ich eine ganze Schachtel Schrot in die Leere verschossen. Stopp!
egal. Da war kein Auto, ich hab's gesehen. Elche? Elche, die sich für Autos halten. Wir gehen wirklich ein Risiko. Nein, nein, wir parken hier nur ganz ordentlich. Komm, wir gucken uns das mal an. Naja, warum auch immer, wir haben gut geparkt, finde ich. Ein ganz normaler Tag in Montana. Ja, ich glaube, diese Entdeckungstouren nochmal, das habe ich schon so oft gesagt und mich selbst ermahnt, die bringen gar nicht viel. Wir müssen zu den Orten hingeführt werden durch irgendeinen Auftrag, denn sonst passiert das so ähnlich wie mit der Gitarre, dass da eine Gitarre ist, die wir eigentlich einsammeln könnten, aber nicht einsammeln können, weil wir keinen Auftrag dazu haben. Jetzt wüsste ich aber hier in Fates Gegend gar nicht mehr so genau, wo hier überhaupt noch irgendwo was sein könnte. Keine Ahnung, wie du Fate ausgeschaltet hast. Respekt. Suchst du nach Gold? Die Stadtluft fehlt mir überhaupt nicht. Hey, man. Hallo, Mädchen. Sektennotiz. Das Bliss wird nicht ohne Grund an unterschiedlichen Orten gelagert. Es ist wichtig, dass wir das Bliss für die Zeit nach dem Kollaps getrennt von dem Bliss aufbewahren, das wir für die Angels und die Wasserversorgung brauchen. Wenn jemand nach ein paar extra Fässern fragt, dann lasst euch das zuerst von Fate absegnen. Und merkt euch gut, wer da fragt. Gut, gut, gut. Hier war also auch eine Bliss-Produktionsstätte. Wir haben uns um ganz viele Aufgaben gebracht, weil wir Fate zu früh begegnet sind. Ganz, ganz viele Aufgaben. Ich will nie wieder auf Drogen sein. Mir reicht's. Was ist jetzt passiert? Wo kommt der auf einmal her? Ich weiß nicht, Susi. Was ich dir noch sagen soll, außer danke. Ambrose, wir waren schon mit Amy unterwegs, gut, deiner Schwester wahrscheinlich. Hat sich gelohnt. Reg dich ab. Ich verstehe. Hier können wir doch rein, oder? Nein, auch nicht. Vielleicht von oben? Auch nicht. Ja, in der nächsten Folge werden wir es auch wieder richtig machen. Dann werden wir noch einen Insektenaußenposten oder so etwas zerstören. Das war jetzt erstmal zum Warnwerden hier. Oh. 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 Hohoho. Boomer. Boomer kennen sie alle, mögen sie alle. Er ist ein Star. Ich habe nichts gemacht. Das war schon. Er ist ein Star hier in der Gegend. Boomer der Streuner. Und wir kennen ihn auch noch. Danke. Na gut, da gehen wir auch nicht rein. Ja, wahrscheinlich war hier auch noch eine richtig aufregende Aufgabe dann. Gehst du? Machst du Platz hier? Da hätten wir gar nicht hochklettern müssen, da hätten wir auch hier hinten einfach reingehen können. Ach, das ist doch gerade gefunden. Bitte warte! Wer schießt da? Wer schießt denn da? Ich weiß nicht, wer war das? Kann man das hören da unten? Ich denke, wir haben den Schalldämpfer, den guten. Total leise sind wir, dachte ich. Was ist das überhaupt? Irgendwas knallt doch hier die ganze Zeit. Irgendwas ist in den Containern. Glaube ich. Das ist mein Zuhause und ich mach jeden kalt, der es mir wegnehmen will. Sehr gut. Ja, irgendwas geht ab. Vielleicht haben sie irgendwo jemanden gefangen?
Blaue Tonne. Ah. Daneben. Das ist total erstaunlich. Überall die verdammten Lima wohnen. Hey, Mädchen. Hey. Nö. Ja, mit Sicherheit wäre hier irgendetwas gewesen. Hi, man. Hallo, Mister. Das sieht ziemlich spannend aus hier. Aber... nichts ist los. Wir können nicht verlieren, egal was kommt. Ja, dann. Lauschen wir nochmal. Ach, so Aufzüge hier, ja gut. Können wir nichts machen. Fair. Also im nächsten Gebiet dürfen wir uns mit dem Herold nicht so schnell anlegen. Denn sonst haben wir da nichts mehr zu tun. Ja, es gibt noch zu entdecken. Angeln und so, aber... Angeln kann man noch und jagen und alles. Aber ansonsten bringen wir uns um so schöne Aufgaben hier. Das steht bestimmt nicht ohne Grund hier so. Aber vielleicht in den entdeckten, unentdeckten Gebieten. Ich mag es, wenn es nicht zu spüren ist. Ach, das ist das. Die verursachen hier also Chaos. Pass bloß auf diesen Puma auf. Wer bist du? Da weiß ich jetzt auch nicht, ob die besser sind als die Kultisten. Danke. Tausend Dank. Wir rennen hier einfach so über die Straße, verursachen Unfälle. Nun, liebe Welt da draußen, wir werden Folgendes machen. Wenn man wenigstens hier diese da abnehmen könnte. Diese da, wollte ich sagen. Du und ich gegen eine Armee religiöser Fanatiker? Muss mein Glückstag sein. Ist es auch. Denn wir haben überlebt. Ja, hallo? Allmächtiger Gott, Hilfe! Jetzt drehen sie durch. Wir hätten die Kultisten... Hey, Vorsicht. Wir hätten die Kultisten niemals hier beseitigen dürfen. Jetzt drehen die Leute alle durch. Und jagen Hirsche mit Raketenwerfern und so. So, liebe Welt da draußen, wir machen langsam Schluss für diese Folge. Gucken wir uns aber noch an, wo es als nächstes hingeht. Ich sagte doch, ach, hier ist doch noch was in der Nähe, ganz genau. Das Angel-Grab werden wir uns in der nächsten Folge also angucken. Wir gucken dann aber in der nächsten Folge, was das alles kann. Wir waren schon mal öfter da. Oder wir entscheiden uns, dass wir die Sünden des Vaters angehen. Da ist nämlich noch diese Jessup-Gewächshäuser. Oder, was ich auch ganz interessant finde, hier die Whistling Beaver Brauerei. Auch da können wir mal hingehen. Ja, das war jetzt in der letzten und in dieser Folge vielleicht ein bisschen ereignungslos, aber ja, die Aufnahmesitzung fängt gerade mal an für mich, hier mit der zweiten Folge jetzt heute. Und ich muss auch erstmal ein bisschen warm werden, habe ich so den Eindruck. Haha, ja genau. Aber dafür bedanke ich mich ganz recht herzlich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür, lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.